ich mich versah, hatte ich den gesamten Inhalt ihrer Colaflasche in der Fresse. Du kleine Fotze, fauchte sie und riss mich von der Bank. Als ich auf dem Boden lag, ging es los. Wie im Wahn trat sie immer wieder auf mich ein. Ich krümmte mich vor Schmerzen. Dann beugte sie sich herunter, spuckte mir ins Gesicht und fing an, das Heiligtum meines Hauptes herauszureißen. Die Extensions. Schlimmer hätte es wirklich nicht kommen können. Meine angeblichen Freunde, die das mitbekamen, schienen die Agrobrosche zu kennen. Denn sie hüpften mittlerweile belustigt um mich herum und filmten mit ihren Handys. Ich hure möge doch in Zukunft meine billigen Griffe von ihren Kerlen lassen. Dann verpisste sie sich. Wie ein gerupftes Huhn hockte ich heulend auf dem Boden und verstand die Welt nicht mehr. Zum Glück waren keine Rippen gebrochen. Wie ich im Nachhinein herausfand, war diese Jackie die stadtbekannte Matratze Leipzigs. Jackie fickte mit jedem. Also eigentlich tat sie das Gleiche, was ich tat, nur eben aus einem anderen Grund. Hi Leute, ich komme echt nicht auf die Resonanz klar. Ich finde das so heftig, ich bin so nur mal dankbar. Ich küsse euer Leben. Es ist echt krass. So, es ist mein ganzes Leben, alles, was ich erlebt habe. Und es hat innerhalb, jetzt ist ein richtiger Tag, innerhalb von einem richtigen Tag, weil davor war es so ein halber Tag und da habe ich mich schon gefreut wegen den 500.000. Innerhalb von einem Tag 1,2 Millionen Streams. Das ist kein Song, es ist kein Musikvideo. Das ist krank, das ist krank, das ist richtig krank. Ich liebe euch, ich danke euch. Da ist meine Seele drinnen, ne? Das ist meine Seele, mein Leben, meine Erfahrungen, wie ich aufgewachsen bin, was ich gemacht habe, meine ganze Familie, meine sexuellen Erfahrungen, was mir Schlechtes passiert ist, was mir Gutes passiert ist, wie ich erfolgreich geworden bin. Und ihr fühlt das alle und ich liebe das und auch meine privaten Freunde, alle hören das. Und ich habe niemandem gesagt, dass sie das hören sollen. Und alle hören das von allein. Leute, und noch was ganz, ganz Krasses. In weniger als 2 Monaten geht die Boss Bitch Tour endlich weiter. Das ist zu krass. Wie schnell die Zeit vergangen ist, es sind weniger als 2 Monate, dann geht's endlich weiter. Es wird so nice. Und die meisten Städte sind schon ausverkauft. Jetzt mein Outfit. Die meisten Städte sind schon ausverkauft, das wisst ihr ja. Und es gibt noch ein paar Städte, wo es Tickets gibt. Aber wenn es da noch Tickets gibt, dann reden wir von ganz, ganz wenigen. Und ich will euch noch die Chance geben, euer letztes Ticket zu kriegen, bevor die ganzen Städte ausverkauft sind. Deswegen zieht nach oben, kommt vorbei. Ihr wisst ja, wenn ihr nicht kommt, ihr bereut. Das ist ja die Wahrheit. Und ich freue mich so übertrieben darauf, dass ich euch endlich sehen kann. Alter, ihr wisst gar nicht, wie ich euch vermisse. Zieht nach oben, kommt vorbei. Boss Bitch Tour, das wird der Abriss. Das wird der boss-bitchige Abriss. Und ich habe dicke Lippen und sie blasen, ist ja klar. Also, das wissen wir ja schon, dass sie sehr dick sind. Ich muss euch jetzt ein Storytime machen. Erstens meine Lippen, ey, ohne Spaß, die sind so riesig. Ich hab's so übertrieben. Aber mir gefällt's. Und genau zu dem Thema wollte ich euch was sagen. Es gibt ja auch Menschen, meistens sind es Frauen, so Bitch. I can take a man if I want to, but lucky for you, I don't want to. Irgendwie so. Es gibt Frauen, die sagen, ja, voll viel gespritzt, kein Mann mag das, voll übertrieben, voll doll geschminkt, voll große Implantate, viel zu blond, viel zu dies, viel zu das. Ja, sorry, ich musste kurz kotzen. Was wollte ich sagen? Ja, es gibt auf jeden Fall viele Frauen, auch viele Männer natürlich, die sagen, oh, das ist viel zu viel, das ist zu das und das geht gar nicht und Männer wollen das nicht. Was? 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 Männer wollen das nicht? Wen juckt das? Ich kann mich nicht beschweren. Wenn ich auf die Straße gehe, die Männer fallen so um. Oh, so fallen die um. Original. Eines Tages, ich filme euch das mal. Aber darum geht's nicht. Das juckt mich nicht mal. Darum geht's mir nicht. Selbst wenn kein Mann hinterher gucken würde. Ich will mir so gefallen. Und ich gefall mir so. Und wenn es kein Mann gefallen würde? Bitch. Einfach keinen Sinn. So, und dann verstehe ich nicht, warum man bei einer Frau kommentiert. Also bei mir kommentiert eh keiner und ich sehe das nicht, weil ich so viele süße Fans habe. Ich liebe euch, ich sehe das eh nicht. Mich juckt das auch nicht, aber ich wollte es nur mal sagen so. Wenn ein Mann Schwarzhaarige mag, muss er doch nicht zu einer Blonden gehen und sagen, das gefällt mir gar nicht. Dann nimm dir eine andere, die dir gefällt. Ganz einfach. Und ich bin ein Typ Frau. Und dieser Typ Frau ist sehr beliebt. Ist sehr beliebt. Obwohl es mir nicht mal darum geht, weil ich will so aussehen, dass ich mir gefalle. Und ja, nur an alle, die immer zu den ganzen Frauen sagen, das ist zu doll operiert. Es gibt kein zu doll. Wir sind ein Typ. Es gibt kein zu doll. Wenn ein Mann sich schminken will, schminkt sich ein Mann. Wenn ein Mann sich umoperieren will, tut er sich umoperieren. Es gibt kein zu viel. Checkt ihr das irgendwann mal? Es gibt kein zu wenig, zu viel. Wenn ich eine Glatze will, ich mache mir eine Glatze. Wenn ich mich
ungeschminkt zeigen will und eine Seite Haare haben will, mache ich das. Es gibt nichts, kein zu viel, kein gar nichts. Fickt euch, ich sehe aus, wie ich Bock habe. Deswegen ist, ich weiß, ich habe auch ganz, ganz, ganz viele Mädels, die dazu gucken, die einfach unnormal geil sind und auch Boobs gemacht haben oder Lippen oder was auch immer. Und ihr seid geil, egal, ob ihr es gemacht habt oder nicht. Aber an die, die Leute sagen immer so viel Plastik und es ist zu viel. Bitch, wir wollen so aussehen. Ich will so aussehen. Ich will, dass ich aussehe wie operiert. Ich gehe doch nicht Lippen machen und sag, bitte ganz natürlich, ich möchte heute natürlich aussehen. Bitch, Leute, ihr kennt mich. Ich bin so, schon immer. Und wenn ich Bock habe, mir hier eine fünfte Titte dran zu nähen, dann drehe ich mir da eine fünfte Titte dran, Alter. Das ändert nichts an meinem verfickten Charakter. Ich kann trotzdem Menschen helfen. Ich kann trotzdem Leute in den Arm nehmen und kuscheln. Und so machen. Egal, was ich mache. Und es gibt kein zu doll. Es gibt gar nichts. Es gibt kein zu. Wer zu, für wen irgendwas zu viel ist, zu schön, zu doll, zu viel, zu will, fick dich. Es gibt kein zu viel, du Lappen. Ach so, und Männer, die gegen dicke Lippen was sagen. Und ich schwöre euch, ich habe damit recht und gehe damit in die Geschichte ein. Männer, die gegen dicke Lippen was sagen, hatten noch nie, nie dicke Lippen an ihrem Schwanz. My way! Ha! Zieh dich an, wie du Bock hast. Diese Aussagen, ja, eine Frau muss sich ordentlich anziehen, sonst wird sie nicht ernst genommen. Was? Was? Eine Frau wird ernst genommen, egal wie sie sich anzieht. So wie sie sich gibt. So wie sie redet, so wie sie Menschen respektiert, so wie ihr Herz ist. Und wenn jemand einen nicht respektiert wegen so einem Aussehen, dann ist die Person so. Und wenn jemanden einen nicht respektiert wegen so einem Aussehen zum Beispiel, dann ist die Person sowieso dumm. Die Person ist intolerant, die Person hat Vorurteile und die Person hat nichts in deinem Leben zu suchen. Wenn du einen scheiß Charakter hast, dann hast du einen scheiß Charakter. Und da hilft auch 50 Tonnen Schminke nichts, aber da hilft auch nicht ungeschminkt zu sein und dich zu bedecken. Wenn dein Charakter dreckig ist, wenn du verlogen bist, bist du verlogen. Und wenn du ein guter Mensch bist, dann kannst du dich sogar, bei mir klappt, so anziehen und trotzdem respektieren dich die Menschen. My way, my way. I got the sugar, the butter, I got the mama, the brother. Oh yeah, your son is a hustler, she wanna fuck the sucker. But I ain't no Russian, I'm the ice man. I ball every summer. These boys wanna run us, that's cool, cause I need more runners. Tell them give me more condoms. We doing more fuck, she about to fuck me sucker. Suck me, fuck me, I'm the ass man. She chunky monkey. She like to fuck me, suck me, suck me, fuck me, fuck me. I'm the ass man. She chunky monkey. She like the twirly swirly. In my vanilla coupe. She like my sugar cones. Morgen wieder die Männer von irgendwelchen Frauen klauen. Nee, gar keinen Bock. Wenn jemand mal wieder fragt, für was ich mich denn überhaupt halte, ist ganz einfach. Für eine Boss Bitch.